Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Jürgen Klopp Trainerkarriere. Wir gehen direkt mal rein in die Partie gegen Atletico de Madrid. Das Madrid-Derby steht an und Madrid, also Atletico de Madrid, beginnt hier mit einer 5-3-2-Formation. Und wir beginnen so gut es geht mit unserer Top-11. Jude Bellingham, unser Kapitän, darf leider nicht spielen, denn er ist rot gesperrt. Dafür kommt dann Cole Palmer. Und damit gehen wir rein in die Partie im Santiago Bernabéu. Jetzt Vini Junior mit dieser Kontermöglichkeit sprintet komplett vorbei an allen. Jetzt gegen Oblak, verliert er das Duell, der bekommt aber nochmal diesen Ball und verwandelt ihn in der 33. Spielminute, viele Chancen gab es bisher nicht und wir nutzen dann diese eine. Palmer am Ball, immer noch Cole Palmer, wird überhaupt nicht unter Bedrängnis gestellt, zieht ab, aber trifft dann nur die Latte. Wir bekommen einen Freistoß, Valverde läuft jetzt hier an, zieht ab und trifft nur die Latte bei dieser Riesenmöglichkeit. Atletico jetzt über den Flügel, Parisi macht Druck, hat hier Schwierigkeiten. Vinicius ist zurückgekommen und macht ebenfalls Druck, genauso wie weiterhin Parisi, aber er hat immer noch seine Probleme und wir ebenfalls, das alles frei und dann treffen sie auch. Paul Palmer am Ball schickt Mbappé, der kommt jetzt hier nicht an. Palmer mit dieser Grätsche auf Valverde, der durchzieht, abzieht, aber Oblak hält. Duarte jetzt mal über den Flügel, kommt hier souverän vorbei, bringt ihn rein, Valverde kommt zum Kopfball und macht ihn rein in der 60. Spielminute. Alexander Isak rennt komplett durch an unsere Verteidiger und der Lob vergeht zum Glück über das Tor. Es gibt einen Eckball, Vinicius bringt ihn rein auf Kylian Mbappé, der kommt leider nicht zum Kopfball. Palmer jetzt auf Valverde, der direkt abzieht und ein Megaspiel macht, so hier, er trifft per Volley und damit können wir unsere Führung ausbauen. Eckball für Atletico de Madrid. Da Silva bringt ihn rein, der Kopfball, der kommt, Simon pariert und dann kommt leider Alexander Isak und macht alles wieder spannend in dieser Partie. Vinicius am Ball mit haufenweisen Platz und ja, immer noch Vinicius rennt durch, trifft 87. Spielminute und macht dadurch höchstwahrscheinlich den entscheidenden Treffer. Jetzt Atletico nochmal mit diesem Vormarsch, Hato mit Schwierigkeiten, Simon pariert, aber Hato grätscht nochmal voll rein, was nicht beabsichtigt war, muss ich ehrlicherweise gestehen. Da habe ich mich leider verdrückt und damit ist diese Szene nochmal heiß. Es gibt einen Elfmeter, Weiger steht bereit und scheitert. Simon pariert, hervorragende Parade und danach sollte eigentlich Schluss sein. So ist es auch. Wir gewinnen in Santiago Bernabéu mit 4:2 und das meiner Meinung nach absolut verdient. Und damit holen wir auch gleichzeitig 3 Punkte für die La Liga. Aber nicht nur gegen Atletico gewinnen wir, sondern auch gegen PSG. Hier mit 1:0 dank Vinicius Junior. Nach diesen beiden Partien blicken wir mal auf die Tabellen. In der La Liga ist man auf Platz 1 mit 39 Punkten, heißt 9 Punkte Vorsprung, aber wir können auch noch ja, weitere 3 Punkte holen und damit 12 Punkte Abstand haben. Hinter uns dann Atletico de Madrid, Athletic Bilbao, dann Real Sociedad und dann Atletico de Madrid. Danach kommt der FC Girona und Real Betis. In der Champions League wissen wir schon, waren wir auch in der letzten Folge schon sicher weiter. Wir können bisher ja, mit Siegen durchmarschieren, wenn wir auch die nächste Partie gewinnen. Hinter uns der FC Turin mit 7 Punkten, PSG hat 5 und Dynamo Kiew hat 1 Punkt. Und damit gehen wir rein in die nächste Partie gegen Villarreal. Sie laufen hier mit einer 4-4-2-Formation auf und wir laufen hier mit unserer 4-2-3-1-Formation auf, aber werden was ändern. Wir werden jetzt hier Brian Zaragoza auf den rechten Flügel mal aufstellen. Das ist so ein kleines Experiment. Schröder darf gerne mitkommen. Benanza bleibt zu Hause. Dafür darf Cole Palmer mitkommen. Und damit gehen wir jetzt rein in diese Partie und möchten gerne 3 Punkte mitnehmen. Valverde ist jetzt hier am Ball. Valverde auf Mbappé. Kylian Mbappé rennt vorbei, zieht ab. Der Torhüter pariert. Es gibt einen Eckball. Vinicius bringt ihn rein auf Valverde. Und er trifft auch hier per Kopf nicht nur bei Atletico, sondern auch bei Villarreal und macht hier Tor Nummer 1. Bellingham am Ball, immer noch Jude Bellingham, findet Vinicius, der es versucht und auch noch traumhaft trifft mit diesem Abschluss und damit machen wir Tor Nummer 2. Jetzt kommt Villarreal und niemand ist hinten, Simon pariert aber. Jetzt haben wir leichte Probleme, viele Spieler sind nicht mit hinten dabei und dann trifft er auch und damit ist alles wieder auf dem Anschlusstreffer.
erfolgt in Minute 56. Jude Bellingham lupft ihn hoch auf Vinicius, der zieht ab mit diesem Scherenkick, aber der Torhüter pariert. Parisi bekommt ihn jetzt nochmal, findet Valverde, Valverde jetzt am Ball, Valverde auf Mbappé, Mbappé scheitert. Eckball nach der Glanztat von Samba, Vinicius bringt ihn rein auf Mbappé und diesmal verwandelt er ihn, somit holen wir uns den alten Abstand zurück. Einwurf jetzt für Villarreal und wir machen Druck komplett mit drei Spielern, Ethan Mbappé als auch Vinicius. Ja, laufen alle gerade nur hinterher. Mehr nicht, Hato muss aufpassen, das macht ihr wieder nicht, weil er hier nicht gut verteidigt. Und damit kassieren wir wieder mal den Anschlusstreffer. Mbappé jetzt am Ball, läuft einfach mal immer noch Mbappé. Kylian Mbappé scheitert. Und Bellingham bekommt ihn, findet Brian Zaragoza. Der sieht Ethan Mbappé, der legt nochmal auf für Valverde, der draufzieht und wieder ist Samba dazwischen. Wir bekommen einen Eckball, Vinicius bringt ihn rein auf Mbappé und wieder Kylian Mbappé, der hier trifft und dann auch den entscheidenden Treffer vollzieht. 90 Minuten Spielzeit sind vorbei und wir gewinnen genauso wie gegen Atletico mit 4:2 und wieder mit einem Last-Minute-Treffer, aber trotzdem war es insgesamt eine souveräne Leistung. Bis auf 1-2 Mal in der Verteidigung, wo wir auch die Gegentore kassiert haben, aber sonst, wie gesagt, sehr souverän. Auch gegen Almeria gewinnen wir hier mit 4:2 ohne Last-Minute-Treffer. Hier trifft Valverde doppelt, Hato und auch Duarte. Und auch gegen den FC Turin im letzten Gruppenspiel, ja, gewinnen wir mit 2:1 dank Hato und Vinicius Junior. Und damit ist es offiziell, wir haben eine Siegesserie hingelegt. In dieser Gruppe direkt mal komplett durchrasiert. Am Anfang dachte ich, wir haben unfassbare Probleme, aber das hat sich schnell erledigt, denn hier haben wir 18 Punkte aus möglichen 18 Punkten. Dadurch, dass wir gegen den FC Turin gewonnen haben, kommt PSG dann auch weiter als Platz 2, nur mit 8 Punkten dahinter der FC Turin, die hier in die Europa League reinkommen, und Dynamo Kiew hat hier 0 Punkte. Nach diesen hervorragenden Leistungen treffen wir jetzt auf den FC Barcelona. Die Katalanen beginnen hier mit einer 4-3-3-Formation und sind 10. in der La Liga und wir treten so gut es geht mit unserer Top-11 auf, leider ohne Hato, denn er hat leichte Ausdauerprobleme, weshalb jetzt hier gerne Schmidt von Anfang an beginnen darf, Smith mitkommt für den Schmidt-Ersatz hoffentlich, weil Marin kann nicht mitkommen, diese Position erfüllt er leider nicht. Und damit gehen wir auch rein in diese Partie für diesen El Clasico. Einwurf für die Katalanen. Wir müssen erstmal aufpassen. Valverde macht Druck, leider mit einem Foulspiel. Ben Schmidt kommt hinterher. Ja, und dann wird nochmal zurückgespielt. Atletico jetzt im Vollmarsch nach vorne. Bellingham sprintet hinterher. Möchte natürlich gut verteidigen. Das macht er jetzt in dieser Szene nicht. Genauso wie Duarte nicht. Ford ebenfalls nicht. Das ist zu viel, was nicht funktioniert. Und dann auch noch diese Elfmeter. Dank Suarez an Alphonso Davies. Somit steht jetzt hier Lautaro Martinez bereit, er chippt in die Mitte und trifft damit leider. Wir bekommen einen Eckball, Duarte mit der Hereingabe auf Ben Schmidt, jetzt nochmal Jude Bellingham, der eine Riesenchance vergibt. Eckball für die Katalanen, Pedri steht bereit, bringt ihn rein, Mbappé entschärft nicht, aber wir klären auf der Linie, aber weiterhin Barcelona im Angriff und das war eng. Vinicius am Ball, Vinicius kommt vorbei, findet Mbappé, Kylian Mbappé trifft, 31. Spielminute, wir gleichen hier aus in diesem El Clasico. Jetzt kommt Barcelona, Kuhn, Fehler, Janis ist frei und dann treffen sie natürlich. Vinicius Junior am Ball, kommt hier wunderbar vorbei, geht auch an den nächsten vorbei, findet jetzt Suarez, Suarez findet Jude Bellingham und er trifft, aber leider war er im Abseits. Somit zählt dieses Tor nicht und wir gleichen zumindest noch nicht aus. Der Linienrichter sagt nein. Jetzt kommt Vinicius Junior und rennt vorbei. Vini Junior auf Mbappé und er trifft auch noch. Leichter Versprecher bei Vinicius, aber egal. Wir gleichen aus. Valverde am Ball findet Mbappé. Los sprinten. Kylian Mbappé an allen vorbei. Mbappé! Führungstreffer Real Madrid und das kurz nach Halbzeitanpfiff. Parisi findet
Endet jetzt Vinicius, der sieht Mbappé, Mbappé trifft, vierter Treffer für die Königlichen und Mbappé macht ein sensationelles Spiel. Vinicius jetzt mit dieser Kontermöglichkeit sprintet an allen vorbei, immer noch Vinicius Junior, der zieht ab am allerletzten Drücker und dann trifft er in der Minute 65. Jetzt kommen die Katalanen, Kuhn muss aufpassen, Kuhn kommt nicht dran, irgendwie denn die passen hin und her und dann erfolgt der dritte Treffer für Barcelona. Arisi auf Valverde, Valverde auf Mbappé und Kylian Mbappé macht den nächsten Treffer in Minute 65. Duarte über den Flügel, Duarte mit der Flanke auf Vinicius, der kommt leider gerade so nicht an diesen Ball, aber Suarez ist da, sieht Bellingham lossprinten, Jude Bellingham scheitert an den Pfosten, Valverde zieht auch nochmal ab und der letzte Mann blockt dann noch. Jetzt kommen die Katalanen, Smith mit dem Fehler, nächster Elfmeter, wie torreich willst du das El Clasico haben? Hier kann man ja sagen, Lautaro Martinez steht wieder bereit, zieht ab und trifft leider und damit machen sie Tor Nummer 4 und insgesamt erfolgt jetzt der 10. Treffer. Diese Partie ist vorbei, wir gewinnen mit 6:4, aber die Gegentore sind viel zu viel. Also Lautaro Martinez hat es exzellent gemacht, 3 Tore erzielt davon, 2 Elfmeter, da sind wir komplett eigenverschuldet gewesen. Die erste Hälfte haben wir komplett weggeworfen, fast schon. Die zweite haben wir uns dann zusammengerissen. Und wir können auch gerne auf die Leistung von Kylian Mbappé schauen, denn 5 Tore sind nicht gerade wenig von 6. Damit hat er eine unfassbare Leistung getan. Und gegen das andere Barcelona spielen wir leider nur unentschieden. Aber Vinicius Junior trifft, aber trotzdem ist ein Unentschieden gegen Espanyol Barcelona eigentlich zu schlecht. Wir haben den 1. Januar dafür, ja, folgen Garcia, zumindest die Ausleihe, als auch Bernanza, die beiden verlassen den Verein. Und ja, 1. Januar heißt natürlich wieder auf die Statistiken blicken. Ja, die sehen eigentlich vielversprechend aus. Simon schafft jetzt schon 6-0. Das ist eigentlich hervorragend. Rivero leider gar keine. Die meisten Vorlagen schafft Vinny Junior mit 14. Danach kommt Kylian Mbappé mit 9 und Valverde mit 8. Die meisten Tore schafft hier Vinicius, der hier in absoluter Topform ist. 22 Tore macht er. Mbappé schafft 20 Tore, ist auch ziemlich nah dran. Danach mit größeren Abstand. Jude Bellingham mit 13 Toren, aber die beiden hier oben liefern schon sich ein hartes Duell. 25 Partien, 22 Tore, da fehlen nur 3 Tore, damit es wirklich pro Spiel ein Tor ist. Dasselbe gilt auch bei Mbappé, also hervorragende Leistung von den beiden, da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Dann schauen wir nochmal auf die Tabellen. In der La Liga sind wir weiterhin auf Platz 1 mit 49 Punkten, hinter uns der FC Girona mit 36 Punkten, also 13 Punkte Vorsprung. Atletico de Madrid kommt danach, Sevilla ebenfalls, Real Betis und Athletic Bilbao. Dann folgt Celta Vigo, Villarreal, Real Sociedad, Barcelona weiterhin auf Platz 10. Danach kommt Almeria, Espanyol, Barcelona, Saragossa, Mallorca, Osasuna, als auch Las Palmas, Eibar, Cádiz, Valencia und auch Granada mit 7 Punkten. In der Champions League wissen wir auch schon unseren Achtelfinalgegner. Hier heißt der Gegner Borussia Dortmund. Ein wichtiges Spiel für Klopp. Gegen einen Ex-Club zu spielen ist es meistens nicht sehr leicht. Ja, und trotzdem, die Deutschen sind hier gut dabei, zumindest mit Dortmund und Bayern. Die spielen hier gegen RB Salzburg, wo ich mich freue, und Leipzig ist auch noch dabei. So, und dann haben wir jetzt die Wintertransferphase oder die nächste Partie gegen Eibar. Wir gehen rein, und zwar bei einem Neuzugang. Dafür, dass Garcia ausgeliehen wird, er talentiert ist, holen wir jetzt eher, ja, nicht einen untalentierten Flügelflitzer, aber ein, der nicht mehr so hohes Potenzial hat. 25 Jahre ist er und heißt Jovanovic. Der Kroate wechselt zu uns für nur 12 Millionen und dafür bekommen wir eine 78er Gesamtstärke, der gut flanken kann, einen harten Pass hat und einen guten Schuss hat und hoffentlich ab und zu spielen kann, um Spielpraxis von uns zu bekommen. Ich freue mich über diesen Neuzugang und ja, mehr kann man auch dazu nicht sagen. Ich bin sehr zufrieden. Nach diesem Neuzugang haben wir auch die letzte Partie der heutigen Folge und zwar gegen Eibar, die 17. in der La Liga und beginnen hier mit einer 4-2-3-1 Formation, also mit der Formation, mit der wir auch spielen, aber wir ändern hier was, denn Hato hat aktuell leichte Ausdauerprobleme, weshalb Schmidt gerne mit darf, als auch Rivero, der darf spielen. Hato wird hier noch ersetzt durch Marin, der darf gerne jetzt mit, Schröder kommt noch mit und Palmer bleibt zu Hause, dafür kommt Jovanovic mit. Ich möchte ihn
ja, gerne oder höchstwahrscheinlich einsetzen, je nachdem wie der Spielverlauf ist, und damit gehen wir rein. Jude Bellingham findet jetzt Kylian Mbappé, der vorbeisprintet. Mbappé ist vorbei, Mbappé trifft, 7. Spielminute, erster Treffer für die Königlichen. Mbappé läuft vorbei an der kompletten Verteidigung, Mbappé trifft, 2. Treffer, 13. Spielminute. Ford ist am Ball, schickt jetzt Mbappé, der bekommt ihn, Mbappé trifft, Dreierpack, wenn ich mich jetzt nicht hier vertue, und damit machen wir Tor Nummer 3. Vinicius findet jetzt hier Kylian Mbappé. Mbappé trifft wieder und damit macht er ein weiteres Tor. Mbappé am Ball findet Vinicius, der sprintet vor Vinicius, zimmert ihn dann rein ins obere Eck und macht hier Tor Nummer 5. Mbappé findet Jovanovic, der einfach mal jetzt durchrennt. Jovanovic auf Bellingham, Jude Bellingham, und da kommt der nächste Treffer und vor allem die Vorlage von Jovanovic, der hier sein erstes Spiel bestreitet. Eckball für uns, Jovanovic mit der Hereingabe auf Pavlovitski und der verwandelt ihn per Kopf. Somit schafft sogar Jovanovic 2 Vorlagen in seiner ersten Partie. Danach ist auch diese Partie vorbei. Wir gewinnen souverän mit 7:0. Besser kann es nicht laufen. Auch das Debüt von Jovanovic war hervorragend. 2 Vorlagen in der ersten Partie zu schaffen ist nicht selbstverständlich und damit haben wir Top-Leistungen gebracht. Ja, und damit holen wir uns auch 3 Punkte. Nach dieser Partie haben wir, ja, keine schlechte Nachricht, aber Marin verlässt uns nach Ende seiner Vertragslaufzeit und er geht zu Lazio. Nach dieser Partie oder diesem Abgang sind wir jetzt auch fertig mit dieser heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Falls ja, das gerne schon mal jetzt ein Like und Abo da. Wir blicken nochmal ganz kurz auf die La Liga-Tabelle. Wir haben sie uns ja eh gerade angeschaut. Wir sind weiterhin auf Platz 1, 52 Punkte, hinter uns Atletico oder Madrid mit 36 Punkten, genauso wie Girona, die hier 36 Punkte haben. Danach kommt Athletic Bilbao, Sevilla und Celta Vigo. Beim nächsten Mal haben wir direkt am Anfang den Copa de España vor uns gegen Alaba Cassette und danach kommt noch Granada im Supercopa. Dann folgt Sevilla, Granada und Celta Vigo in der La Liga. Ja, zwischendurch ist wahrscheinlich auch nochmal Pokalspiele, wenn wir denn weiterkommen. Und danach kommt auf jeden Fall noch Saragossa, Las Palmas. Ja, dass wir bis zum Champions League Spiel kommen, ich denke nicht, wenn wir nicht hier rausfliegen. Wobei, ich glaube auch so nicht. Doch, wir würden, also wenn wir überall rausfliegen, genau an diesem Status, haben wir noch den Borussia Dortmund. Aber ihr wisst, 8 Partien gibt es auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ihr könnt gerne Like und Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat. Falls ja, lasst, ja, oder habt einen schönen Tag und dann, ja, sage ich auch ciao.